Ah, mein Gast für den heutigen Fritz Talk ist da. Coole Sache, wenn man gleich sieht, wer vor der Tür steht, oder? Wie das geht, zeigen wir euch heute im Fritz Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einem Fritz Talk, heute rund um das Thema Türsprechanlagen. Und da kriegen wir viele, viele Fragen auch im Support und deswegen ist heute eine Expertin aus dem Supporter, nämlich die Olivia. Grüß dich, Olivia. Hallo, Gordon. Wir wollen über Türsprechanlagen reden und wir haben ja auch schon einige auf dem Tisch. Was sind denn generell Voraussetzungen, um so eine Türsprechanlage an der Fritzbox benutzen zu können? Was wichtig ist, dass die Türsprechanlage muss raus telefonieren können und man muss sie halt an der Fritzbox anmelden können. Denn Ziel ist ja, dass nachher ein Telefon, zum Beispiel das Fritzfon, klingeln soll. Also diese ganz einfache Türklingel, die funktioniert nicht. Nee, die funktioniert nicht, weil die ja nicht raus telefonieren kann. Deshalb. Die klingelt ja nur. Genau. Jetzt haben wir hier ganz viele verschiedene Modelle. Wie unterscheiden die sich denn? Also hier haben wir einmal IP-Türsprechanlagen, die kann man über LAN oder über WLAN anmelden. Wir haben auch analoge Türsprechanlagen und wir haben auch eine Deck-Türsprechanlage noch bei uns. Die dann sogar über Deck-Funk funktioniert. Genau. Welche ihr nutzt, ist am Ende egal, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Wir richten mal exemplarisch zwei ein und ich würde sagen, wir räumen hier mal auf, damit wir ein bisschen Platz haben. So, wir haben hier ein bisschen vorbereitet. Wir werden jetzt gleich eine IP-basierte Türsprechanlage und die Decktürsprechanlage einrichten. Und das Ziel ist ja, dass nachher unsere Telefone klingeln und wir das Bild auch auf dem Telefon sehen von demjenigen, der da klingelt. Ich mache mal die Verbindung, du richtest dann ein, okay? Okay. Gut, dann schauen wir mal. Also die IP-Türsprechanlage, die muss natürlich irgendwie per LAN oder WLAN mit der Box verbunden werden. Wir haben hier ein LAN-Kabel. Die braucht auch noch Strom und deswegen gibt es hier so einen Adapter nochmal, der dann Strom liefert. Da kommt die jetzt rein. Und dann sehen wir, dass das Kabel nachher in der Box landet. Von daher habe ich meine Aufgabe erfüllt. Jetzt müsstest du sie noch einrichten. Jetzt machen wir weiter hier in der Benutzeroberfläche. Also zuerst klicken wir auf Telefonie, dann auf Telefoniegeräte. Und klicken dann auf Neues Gerät einrichten. Dann wählen wir hier unten die Türsprechanlage aus und klicken auf Weiter. Und da habe ich jetzt mal direkt eine Frage, denn wenn ich jetzt zum Beispiel eine analoge Türsprechanlage einrichten wollen würde, dann sehe ich ja, dass sie hier belegt sind. Da kann ich ja gar nichts mehr machen. Woran liegt denn das? Müssen wir mal nachgucken, warum die belegt ist. Dann beenden wir mal den Assistenten. Und da sehen wir ja auch schon hier in der Liste, Phone 1 ist schon belegt mit dem Telefon. Das ist ab Werk so eingerichtet, weil man dann gleich schon die Telefone konfigurieren kann. Wenn man jetzt eine analoge Türsprechanlage hätte, dann könnte man hier das rauslöschen, drückt man auf das X und dann, wenn man neues Gerät einrichten klickt, dann erscheint dann Phone 1 als Port, den man auswählen kann. Also die analogen Nebenstellen sind vorbelegt für Telefone, macht ja auch Sinn, die nutzt man normalerweise. Wenn ich aber eine Türsprechanlage einrichten will, eine analoge, müsste ich vorher ein Telefon rauslöschen. Genau. Okay, wir wollen ja bei einer IP-Türsprechanlage einrichten, also zurück in den Assistent. Und dann machen wir das mal, während die Olivia hier weiterklickt. Wenn ihr Fragen habt, natürlich gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst auch gleich ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts verpasst. So, wir sind wieder bei der Türsprechanlage. Dann machen wir nochmal weiter, drücken auf Türsprechanlage, weiter. Wählen natürlich in unserem Fall LAN-WLAN, Türsprechanlage aus und klicken auf Weiter. Jetzt müssen wir hier Benutzername und Kennwort eintragen. Wo kommt das her? Weil warum brauche ich jetzt einen Benutzernamen Kennwort für eine Türsprechanlage? Weil das ist eine IP-Türsprechanlage, die meldet man wie ein IP-Telefon an. Und da kann man Benutzernamen und Kennwort, muss man jetzt frei sich auswählen. Das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme, aber die Werte müssen wir nochmal in der Türsprechanlage eintragen. Ah, damit sich die Türsprechanlage an der Box anmelden kann. Genau. Also dann trag mal ein und ich merke mir das gut. Da könnt ihr natürlich ein möglichst sicheres Kennwort wählen. Wir haben jetzt eins genommen, was ich mir zumindest merken kann. Was haben wir jetzt? Klingeltaste hat die Rufnummer 11? Genau, es gibt ja mehrere Klingeltasten bei der Türsprechanlage. Kommt drauf an, welches Modell man hat. Die hier hat zwei Klingeltasten, also können wir erstmal Klingeltaste 1 belegen und hier die Rufnummer. Die 11 ist jetzt eingetragen, dafür ist die ausgehende Rufnummer gemeint, wohin die Türsprechanlage telefonieren soll. Also sprich, was sie anrufen soll. Weil die, wenn ich hier drücke, wird ja irgendwo angerufen und die muss dann praktisch die 11 anrufen. Genau. Und dann erkennt die Fritzbox, jetzt wird Klingeltaste 1 betätigt und kann entsprechend den Ruf bearbeiten. Genau. Und wenn ich jetzt einen weiteren Klingeltaste hinzufüge? Dann drücken wir einfach mal. Sieht genauso aus. Klingeltaste 2 wäre dann hier die untere Taste. Und da können wir genau wieder eine Rufnummer für ausgehende Telefonate angeben, wo die halt anrufen soll. Dann nehmen wir mal gleich beide Klingeltaster, weil sie hat ja auch zwei Klingeltaster. Okay. Und weiter. Das war's schon.
Genau, jetzt müssen wir noch übernehmen klicken und dann überprüft die Fritzbox, ob die Einstellungen alle ordnungsgemäß sind. Ja, da wir ein IP-Telefon anmelden, ist natürlich sicherheitsrelevant, drücke ich einmal den Taster. Und das war's. Wir haben jetzt also der Fritzbox beigebracht, dass es diese Türsprechanlage gibt und haben gesagt, wenn hier geklingelt wird, muss die 11 oder 12 angerufen werden, damit was passiert. Jetzt müssen wir die Türsprechanlage noch einrichten, damit die auch das macht. Das mache ich mal. Okay. Dafür gucke ich hier mal rein. Wir haben sie ja per Netzwerk verbunden. Das heißt, sie müsste hier in der Mesh-Aufsicht auftauchen. Und da sehen wir ein Gerät, auch mit einem Link. Also das sieht schon mal gut aus. Boah, da sind wir schon mal die Kamera. Und wir wollen ins Setup rein. Und so, dann schauen wir mal. Was haben wir? Netzwerkeinstellungen, Grundeinstellungen und Erweiterte. Das ist jetzt natürlich abhängig davon, was ihr für eine Türsprechanlage habt. Da müsst ihr einfach ins Handbuch reingucken, wie das genau gemacht wird. Auf jeden Fall gibt es hier bei dieser SIP-Parameter und da wird festgelegt, dass sie sich jetzt als IP-Telefon an der Fritzbox anmeldet und ich trage mal schnell die entsprechenden Daten ein und übernehme das. Die Zugangsdaten sind eingetragen. Die Türsprechanlage meldet sich also bei der Fritzbox an. Das sieht man noch hier unten. Die Registrierung war erfolgreich. Und in den Grundeinstellungen, da ist auch festgelegt, dass wenn ich den Klingeltaster 1 drücke, die Rufnummer 11 angerufen wird. Und das haben wir der Fritzbox auch gesagt. Dann soll sie darauf reagieren. Probieren wir es aus, oder? Gucken, was passiert. Dann drücke ich mal hier. Klingeln wir mal bei Peter Müller. Oh. Hallo? Hallo, ist die Pizza schon da? Nein, hier ist nur der Moderator von Fritz Talk. Nee, dann nicht. Jetzt haben wir ja unsere IP-Türsprechanlage eingerichtet. Würde das mit einer analogen genauso funktionieren? Mit einer analogen ist es genauso, nur sie muss an Phone 1 oder Phone 2 angemeldet werden und sie braucht halt keine Anmeldedaten, weil das eine analoge Türsprechanlage ist. Weil sie einfach per Kabel verbunden wird und da brauche ich dann diese Anmeldung nicht. Ich habe jetzt hier noch die DECT-Türsprechanlage, die also über Schnurlostelefonie funktioniert. Und das Coole ist, da brauche ich nur Knöpfe drücken, da muss ich gar nichts weitermachen, denn die wird über die Hardware-ID erkannt und der Rest geht von alleine. Mache ich mal. Anmeldung war erfolgreich und wie gesagt, ich muss gar nichts einrichten, weil sie automatisch erkannt wird. Probieren wir mal aus. Hallo? Ja, hallo? Wer ist da? Pizza kommt. Dann komm hoch. So läuft das. So, die Kommunikation steht. Wir können klingeln, wir können rangehen, wir können sprechen. Was jetzt noch fehlt, ist das Bild auf dem Fritzphone. Wie kriege ich das denn darauf? Also bei den IP-Türsprechanlagen, bei der hier ist es so, die hat schon eine Kamera mit integriert. Die können wir einfach nutzen. Oder man kann auch bei einer DECT-Türsprechanlage oder bei einer analogen Türsprechanlage, die keine Kamera hat, noch separat eine IP-Kamera dazu integrieren. ZX-Garant habe ich schon eine parat. Also wenn keine eingebaut ist, nutze ich einfach eine abgesetzte IP-Kamera. Muss sie denn irgendwelche Voraussetzungen erfüllen? Genau, sie muss Einzelbilder an die Fritzbox senden und dazu müssen wir auch einen Pfad in die Fritzbox eintragen. Würde ich sagen, machen wir das mal. So, um jetzt das Live-Bild zu übertragen, brauchen wir zunächst die IP-Adresse. Die finden wir unter Heimnetz, unter Netzwerk. Von der Türsprechanlage, weil da wollen wir uns ja das Bild herholen. Genau, hier sehen wir sie schon. Hier ist die IP-Adresse. Und jetzt haben wir sie. Versuchen wir es, ja. Dann gehen wir mal auf Telefoniegeräte. Wählen wieder unsere Türsprechanlage über LAN aus. Und sehen hier unten die Live-Bild-Option. Ah, und jetzt geben wir sie da ein. 192.168.188.22. Da ist ein SZ drin. Und jetzt brauchen wir noch den Pfad zum Bild. Wo kriege ich den eigentlich her? Den kann ich dir nicht verraten. Der steht immer im Handbuch von der Türsprechanlage drin. Also da muss man jeweils bei der Kamera im Handbuch gucken. Wobei, ich kann dir verraten für diese Türsprechanlage. Das ist nämlich einfach /video.jpg. Und ihr könnt es übrigens ganz einfach testen, wenn ihr diesen Pfad einfach mal im Browser in die Adressseite kopiert. Da muss dann ein Bild kommen, sonst habt ihr irgendwie den falschen Pfad erwischt. Du hast es übernommen? Ja, gucken wir mal, ob es geht. Guck mal, ich gebe dir mal hier die GoPro. Dann schauen wir gleich mal, ob da ein Bild kommt. Ah, jetzt sehe ich dich. Brauchst du gar nicht mehr fragen, wer vor der Tür steht. Da siehst du es dann schon. Ich sehe auch keine Pizza dabei. Entlarvt, keine Pizza dabei. Nee, mache ich nicht auf.
Ich habe jetzt die Kamera auch schon mal mit der Fritzbox verbunden, in dem Fall einfach per LAN-Kabel, würde natürlich auch per WLAN gehen. Mache jetzt genau das Gleiche, gehe also wieder bei Telefoniegeräte auf die Deckt-Türsprechanlage. Die wurde ja vollautomatisch eingerichtet, hat aber die gleichen Optionen wie auch zum Beispiel die IP. Und muss jetzt hier noch was Besonderes machen, denn so ein Kamerafahrt, der kann auch kennwortgeschützt sein. Und dann ist mal die Frage, wie melde ich mich da an? Und das geht relativ einfach, indem hier das Benutzername und Kennwort-Duo davor gesetzt wird und dann kommt die Adresse. Das ist dann der korrekte Pfad, also Benutzername, Kennwort und der Pfad zu dem Bild. Und das übernehmen wir mal und dann probieren wir das aus. Dann drücke ich wieder den Klingeltaster. Es klingelt und es kommt ein Bild. Juhu! Und da ich, dass wir jetzt die abgesetzte Kamera haben, muss ich nicht mal vor die Kamera gehen, sondern kann die Kamera vor mein Gesicht halten oder einfach mal hier die Kollegen im Studio abfilmen. Die winken ganz freudig. Das heißt, wir haben unsere Lösung komplett. Wir haben zwei Türsprechanlagen angemeldet. Wir können die Telefone klingeln lassen. Wir können kommunizieren. Wir sehen sogar, wer vor der Tür steht. Wir sind fertig, oder? Sieht gut aus. Wie gesagt, nochmal zusammengefasst, was ihr in der Türsprechanlage einrichten müsst, welchen Pfad ihr verwendet, da müsst ihr wirklich in das Handbuch der jeweiligen Türsprechanlage gucken. Bei der Fritzbox ist es immer das Gleiche, das haben wir euch gezeigt. Aber wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Und wir haben auch nochmal unten verlinkt genauere Anleitungen, wie so eine Türsprechanlage eingerichtet wird. Oliver, wir sind durch. Wir machen jetzt noch unser Foto mit noch einer Kamera, die aber nichts mit der Türsprechanlage zu tun hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Fritz Talk. Denkt an das Abo, denkt an die Glocke. Bis dahin und tschüss. Tschüss.